Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Drittliga-Heimspiels gegen die Würzburger Kickers begrüßen. 3.153 Besucher sahen die 0:3 Niederlage unseres KFC am heutigen Sonntagnachmittag. Im Spiel am heutigen Tag, was um 14 Uhr bereits begonnen hat, gewann Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock 2:0. Bei mir sitzen jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Michael Schiele und zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Schiele, ich darf Sie dann zunächst in Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, hallo zusammen. Ich muss sagen, man weiß immer nie, was am ersten Spieltag dann oder jetzt nach einer kurzen Vorbereitung auch, wo man genau steht. Also wir haben eine gute Vorbereitung auch gehabt, haben auch gute Gegner gehabt, gute Ergebnisse erzielt, gutes Training. Und denke, dann kriegst du das ins Spiel rein oder nicht. Aber das haben wir, denke ich, heute über 90 Minuten dann auch gezeigt und auch reingebracht. So gute Disziplin an den Tag gelegt gegen den Ball. Haben aber dann auch immer wieder gute Aktionen gehabt nach vorne oder auch von hinten aus im Spielaufbau. Wir wussten, dass es auch ein schweres Geläuf wird, das haben wir schon von Anfang an gesehen. Und dann tut es der Dauer immer schlimmer geworden. Und haben wir mal gesagt, spielen wir weniger von hinten raus und eher auf den zweiten Ball und von dort noch. Ich denke, wir sind dann auch irgendwann verdient in Führung gegangen. War schon ein bisschen kurios. Mit Doppel 6 spiele ich einen Sechser flank, der andere Sechser macht das Tor rein und Stürmer sichert ab. Aber ein bisschen Glück gehabt dann auch. Aber wobei wir davor, glaube ich, auch in Führung gehen können. Und kurz vor der Halbzeit mal unnötige Standards bekommen, auch gut überstanden und dann in der zweiten Halbzeit genauso weitergemacht, das nicht mehr aus der Hand gegeben, dann immer wieder gut nach vorne gespielt, gute Kontermöglichkeiten gehabt, immer wieder griffig gewesen, gute Ballgewinne gehabt und ja, dass dann das zweite und das dritte so reinfallen, eher die schwierigen dann reingegangen auch und ich denke, oh, Nademi läuft mal runter und spielt quer, kommt ein Tick zu weit. In der ersten Halbzeit auch schon einfachere Chancen gehabt, wo es Kalatidis 1 gegen 1 gegen Torwart geht. Und können wir schon früher den Deckel drauf machen, auch in der Halbzeit. Aber in der Summe dann bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, was sie an den Tag gelegt haben. Und ich denke auch in der Summe dann mit dem 3:0 sehr verdient. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Schiele. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer und seinen Kommentar. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch zum absolut verdienten Sieg. Wir hatten auch eine gute Vorbereitung, wir hatten auch gute Gegner. Wir haben auch in der Türkei richtig gute Arbeit abgeliefert. Und komischerweise in jeder Trainingseinheit, in jedem Testspiel und in jedem internen 11 gegen 11 waren wir griffiger, aggressiver, galliger als heute im Spiel. Kann mir kein Mensch erklären, warum das so ist. Sagen wir so, ab Minute 7 oder 8, die ersten Minuten waren okay, war alles viel zu langsam, Kopf zu langsam, in den Beinen zu langsam, als würden sie alle einen riesen Rucksack voller Blei mit sich schleppen. Keinen zweiten Ball bekommen, kein gutes Zweikampfverhalten gehabt. Die offensiven Lösungen, die wir eigentlich, wo ich gedacht habe, wir wären auf einem guten Weg, sind überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Alles sehr, sehr fahrig und sehr schwerfällig, also das komplette Gegenteil der letzten drei Wochen. Im Training war es komplett anders. Muss ich mit den Spielern in die Diskussion gehen, wie sowas so geballt auftreten kann. Du kannst immer mal einen Spieler haben, der einen schlechten Tag erwischt. Bei uns haben wir heute 8 oder 9 Spieler einen schlechten Tag erwischt gleichzeitig. Und dann kannst du natürlich gegen einen guten Gegner nicht gewinnen und kannst du nicht mal unentschieden spielen. Und das war natürlich eine absolut enttäuschende Leistung, da muss man nicht drum herum reden und da muss man nicht großartig nach Entschuldigungen suchen, weil wir jetzt mal nicht trainieren konnten gestern, sondern das wäre ein ganz billiges Alibi-Suchen. Es ist einfach so, dass wir heute total neben uns gestanden sind und gegen einen guten Gegner hochverdient verloren haben und eigentlich das ganze Spiel keine Chance hatten, heute was zu holen. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Würzburg, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen bei unserem nächsten Heimspiel am Samstag, 9. Februar, 14 Uhr zu Gast, der TSV 1860 München. Bis dahin, schönes Wochenende noch. Tschüss, Herr Gino, euer KFC München.